oben im Leni am Naschmarkt, ja, einer der schönsten Plätze in Wien. Man sieht den Lärm, man riecht die Gerüche, man sieht hier alles, was die Welt bieten kann, sieht man hier auf einem Fleck. Und ich liebe da, wo ich stehe jetzt gerade, ja, Leni am Naschmarkt. Ich glaube, der Naschmarkt durch Neni hat das internationale Flair bekommen, die Weltküche. Ein Satar. Satar ist ein wildes Thymian mit Sesam und ein Fleur de Sel, Meersalz. Benutze ich sehr gerne. Also wir machen nächstes Jahr in Zürich eins auf, in München. Ein Jahr später werden wir Köln machen. Und dann kommt Paris und das ist erstmal, was ich hundertprozentig versprechen kann. Ich habe keine Träume. Ich glaube, es ergibt sich und was kommt und wenn das in Ordnung ist, nehmen wir und wenn das nicht in Ordnung ist, nehmen wir es eh nicht. Also die Träume werden eh erfüllt. Tel Aviv. Ja, ich bin von dort, ich liebe die Stadt, es ist jung, es ist frei, es ist offen, schönes Wetter, meine ganze Familie lebt dort, ich rede Hebräisch, also ich liebe Tel Aviv. Ich bin nicht so ordentlich, ja, also ich werde nicht zu Hause putzen, dafür habe ich eine ganz liebe Hilfe, aber dafür koche ich gerne und die anderen machen dann hinter mir den Dreck auf. Aber ich gebe ihnen was Gutes zum Essen und sie helfen mir beim Saubermachen. Ich glaube, von jedem Land gibt es was Schönes. Es kommt darauf an, ob das mit Leidenschaft, mit Frische zubereitet, gute Zutaten, dann esse ich gerne in Österreich, in Deutschland, überall auf der ganzen Welt. Es muss nur eine ehrliche, gute Küche sein. Oh, ich liebe den zweiten Bezirk. Ja, das hat was Urbanes. Ich liebe den 5., 6., 7. Bezirk. So, das sind meine Bezirke, ja. Möchte ich mir gar nicht denken, ja, aber jeder geht einmal weg. Aber ich glaube, was ich geschafft habe, ist ein Familienzusammenhalt, ja. Und es wird weitergehen, auch mein Spirit wird weitergehen, auch wenn ich einmal nicht da bin. Die Familie existiert und das ist das Schönste eigentlich für mich. Geld hilft natürlich, luxuriöser zu leben, aber viel mehr wert ist die Familie, wie du gesagt hast, deine Freunde. Und natürlich ist es schön, wenn du dir mal leisten kannst, ein gutes Essen, aber ein Yacht, ein Flugzeug ist nicht mein Ziel. In Hamburg, in eine tolle Boutique, das ich liebe. Sie machen so Hemden, die aus reiner Baumwolle. Es wird alles in Hamburg gekauft, auch fabriziert. Du spürst das Material auf deinem Körper und das liebe ich. Gute Materialien. Das gehört dazu. Ich glaube, seitdem wir die Welt existiert, gehört Neid dazu. Du musst damit umgehen können. Einige Neider haben vielleicht recht, wenn sie irgendwas über dich sagen. Kritik sollte man annehmen. Sollte man sich nachdenken, ist Kritik richtig oder ist das aus Neid? Aber wir können damit umgehen. Ich meine, aber es ist auch nicht hundertprozentig, dass wir uns dauernd damit beschäftigen. Ja? Also wir schauen nicht, wer neidisch ist. Kritik ist eine Rettung für jede Gastronomie. Das Schlimmste ist, wenn ein Gast kommt, nicht gut findet und nicht schreibt oder nicht sagt, ja? Der kommt nie wieder. Wenn er was sagt, kannst du immer wieder gut damit umgehen, eine Kurskorrektur und dann kannst du dir anschauen, okay, hat er eine schlechte Laune gehabt oder ist das wirklich wahr, was er dann sagt? Also man nimmt Kritik auf, man schaut und man kann es auch korrigieren. Ich würde sagen, beides. Ich mag beides gerne, wenn ich manchmal einen Heißhunger habe, wenn ein Döner ein gutes Fleisch hat und der Döner, der dahinter steht, wirklich, du siehst, du hast frische Salate, er macht das mit Leidenschaft, ein gutes Brot, ja, würde ich das auf jeden Fall nehmen, ja, und dann reinbeißen. Und Sushi habe ich auch gerne, ja, wenn ich einmal ein bisschen weniger schwer essen will, würde ich auch Sushi essen.
ehrlich sagen, ich bewundere das, ich schätze das sehr, es ist nicht mein Ding. Ich gehe gerne einmal im Jahr, wenn wir einen Geburtstag haben, besonders gut essen mit der ganzen Familie. Aber ich würde nicht sagen, dass ich jetzt einmal die Woche eine Sterneküche brauche, ja? Aber ich schätze sehr die Sterneküche. In der Gegend von der Prosecco-Gegend, in der Nähe von Triest, waren wir eingeladen und da war eine Osteria von einer Frau, eine Mama, die dort aufgekocht hat, wo wir gesagt haben, hier möchten wir bleiben. Ja? Jedes Gericht war fantastisch. Ja? Eine Frau, die einfach herzenstolle Gerichte gekocht hat. Ja? Mit töpfigen Formen, mit Schalen und alleine die Vorspeisen, könnte mich eingraben. Ich bin neben dem Meer aufgewachsen. Das Meer gibt mir eine gewisse Ruhe, eine Balance. Ich liebe den Rausch der Wellen, ich liebe den Sonnenuntergang. Aber Berge, ich fahre eben morgen nach Kitzbühel und ich liebe auch die Berge. Ja? Also du fragst mich immer Fragen, es ist immer so, entweder oder, ich mag beides. Aber wenn du mich fragst am meisten, dann das Meer. Ja.